Willkommen zurück zu Mario und Luigi Dream Team. Ja, wir sind hier im Traumsworth-Kissen in der Traumwelt und suchen Herrn Blöckle und den Hasen. Herrn Blöckle will auch den Hasen haben. Schon wieder mal nicht auf unserer Seite. Er will auch den Hasen haben, aber wir wollen ja nur den Albtraum später, den der Hase hat. Und jedenfalls wollen wir jetzt diese Röhre in Gang setzen, um das Wassersystem einzuschalten und die Blumen zu wässern. Okay. Viele fehlen nicht mehr. Mal sehen. Röhrenkarte. Okay. Sagt mal, gefällt euch die Qualität hier? Kann sein, dass sie jetzt vielleicht nicht gerade hundertprozentig überzeugend ist. Ich weiß es nicht. Ich habe halt alles rausgeholt, was ich aus der Kamera kriegen kann. Mo! Beide mit einem Angriff erledigt. Das nenne ich cool. Okay, jedenfalls, da hinten haben wir noch diesen Wirbelsturm. Deshalb habe ich auch den Touchpen diesmal rausgeholt. Im letzten Part habe ich es ja... Oh, ein Speicherpunkt? Wieder so eine Bartskulptur? Oh! Da ist Herrn Blöckle. Mit der Hasenkunst. Mit dem Hasenkostüm. Gehen wir die Sache mal durch. Erst muss ich diese Flügel zum Drehen bekommen. Oh, ich weiß schon, wie das geht. Dann sollte die Pumpe ihre Arbeit aufnehmen. Wenn ich diese Bewässerungsmaschine anschalte, sobald diese Blumen Wasser bekommen, wachsen sie und ich komme da hoch. Ja, das ist der Hase. Dann fange ich den Hasen und im Pilzwaldpark steppt der Bär. Huch, ihr schon wieder. Habt ihr mich da belauscht? Na sicher haben wir dich belauscht, was sonst? Da kommt mir ein Gedanke. Vielleicht sollte ich die Typen einfach einspannen. Ich habe einen Vorschlag für euch. Wie wär's mit einem Waffenstillstand? Eine Hand wäscht die andere, besonders wenn beide am gleichen Strang ziehen. Die Sache ist die, wir müssen diese Flügel drehen, um den Hasen zu erwischen. Ich würde ja da hochklettern und mich selbst drum kümmern. Aber ich habe gerade die Hände voll. Könnt ihr mir nicht vielleicht aushelfen? Na klar, wenn wir den Albtraumsplitter kriegen. Oh, das dachte ich mir irgendwie schon. Hier ist noch ein Bonbon. Das dachte ich mir schon. Das ist wieder das. Erinnert ihr euch daran? Ah, Mist. Wir müssen stärker von hinten schleusen. Wow. Das war aber echt weit. Holla! Nicht schlecht, Herr Specht. Okay. Und jetzt bin ich dran. Ich gebe euch was dafür. Macht ihn, sonst ist der Hase wieder weg. Mal sehen, wie wir den darauf. Na bitte. Gut, hier ist die versprochene Belohnung. Oh, ein Attackenfragment. Zwei fehlen noch. Das Teil schimpft sich ein Attackenfragment. Hier im Park gibt es insgesamt 10 davon. Wenn ihr sie alle findet, erlernt ihr eine neue Traumattacke. Sind wir damit quitt? Gut, dann ist der Waffenstillstand hiermit beendet. Ich schnappe mir dieses Häschen und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Hey! Das war jetzt fies von ihm. Der war jetzt echt fies, der Typ. Da ist wieder ein Wirbelsturm. Oh! Eins fehlt noch. Und ich vermute schon, ich weiß, wie das hier abläuft. Was haben wir hier? Genau. So. Schon wieder. Das wird eine neue Erde für den Pilzwald. Buhaha. Boah, was zum... Lass meinen Park in Ruhe, ihr hässlichen Monster. Hey, ihr kommt gerade im rechten Moment. Seht ihr diese Fieslinge, die in meinem schönen Park verwüsten? Wir machen wieder einen Waffenschießstand und ihr vermöbelt die. Ist doch ein Plan. Ach ja, ich habe euch ja vorhin dieses Attackenfragment gegeben.
Hier ist noch eins. Vielleicht hilft es euch, diese Viecher zu besiegen. Hey, jetzt haben wir alles! Die erste Traumattacke? Ich dachte, das ist Paarattacke. Okay. Oh, ich glaube, sowas habe ich schon mal in einem Trailer gesehen. Traumkugel. Wer den Pilz verpasst, verschandelt er jetzt mit mir an. Oh. Ja. Toller Kerl. Autsch. Also gut, verwende die Technik, die du gerade gelernt hast. Mit der Traumkugel setzt du diese Typen, machst du diese Typen locker platt. Wähle über die Kommandoblöcke die Traumattacke. Los, los. Die Erklärung wird auf den Touchscreen angeschaltet. Schau sie dir bloß gut an. Hoppla, aber zuerst. Wow. Gut, ich habe dann mal alles aufgefüllt. Was soll denn das? Traumattacke? Traumkugel. Ja. Jetzt nicht zeigen. Ich kann den 3DS nicht neigen. Das ist fies. Das ist fies. Ich kann bei der Aufnahme den 3DS nicht neigen. Gut, weiter so. Für Traumattacken benötigst du ebenfalls Baby. Verwende sie also nicht öfter als nötig. Klar, wenn du vergessen hast, wie eine Attacke funktioniert, sieh dir unter Attacken im Menü die Anleitung an und übe noch ein wenig. Sehr schön, weiter so. Dann ist der Kampf schon bald vorbei. Jetzt bin ich am Zug. Alles für den Pilzwaldpark und Angst. Also dann, nun liegt es nur noch an dir. Das war alles, was der Typ gemacht hat. Dummes, ich kann das nicht machen, diese Attacke. Ich kann bei der Aufnahme den 3DS nicht bleiben. Das tut mir jetzt echt leid, aber das geht nicht. Ich hab halt... Ihr seht ja, ich filme mit Kamera. Ich habe keine... Ich weiß nicht, wie sie... Oh, zwei... Ein einziger ist noch. Das war jetzt aber echt fies. Ich habe den Breil jetzt nicht neigen können während der Aufnahme. Hm. Naja. Nicht schlecht, wo ihr schon dabei seid. Dreht doch bitte diese Flügel, damit die Pumpe loslegt. Ich würde es ja selbst machen, aber mir sind die Hände gebunden, wie man so schön sagt. Dazu braucht man aber einen Wirbelsturm und ich sehe hier gerade keinen. Sobald die Pumpe pumpt, geht's los. Dann müsste das Wasser schießen. Die Blumen genießen. Und die Parkbesucher die Anwesenheit des Hasen genießen. Wahaha. Das wird eine neue Ära für den Pilzwaldpark. Bahaha. Bahaha. Der arme Hasen. Der arme Hase. Da haben wir unseren. Ist da rechts noch etwas? Ah, wieder so ein Pill-Dings und ein Super-Pill. Naja. Gille, 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 Luigi! Es funktioniert! Das hat man ja schon, aber diesmal läuft es automatisch. Aber der stoppt. Oh, ich glaube, ich weiß, wie das abläuft. Da müssen wir jetzt ein bisschen trickseln. Sowas mag ich. Ja, ehrlich, das mag ich. Außerdem schöne Gegend, schöne Kulisse. Sowas mag ich. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich mag es einfach. Ich speichere komischerweise immer genau vom Speicherblock ab. Das ist mir schon aufgefallen. Ja, da müssen wir jetzt mit dem Wirbelsturm ein paar Röhre tauschen, glaube ich. Wollen wir mal sehen, wie das geht. Versuchen wir es mal. Hier.
Oh, da stopft's jetzt. Was ist da eigentlich drinnen? Habe ich noch gar nicht gesehen, was da drin ist. Oh. War wohl so eine Art Abkürzung. So, jetzt wird es Zeit, das Wassersystem vollständig zu machen. Ich hoffe, es ist vollständig. Es funktioniert! Das sind Münzen! Oh, schleudern! Oh, jetzt wird mir einiges klar. Es wird mir sogar sehr viel klar. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch, wofür die Röhre gut ist. Aber da oben müsste jetzt die Bartskulptur gewachsen sein. Ach so, Moment, da kommen wir ja jetzt nicht mehr rauf. Wie kommt man denn dann den Block da oben ran? Ach, ist jetzt auch ein Wursch. Hallo Häschen! Mann, was ist denn das für eine riesige Schleuder? Ah, Mist. Wow! Da oben ist ja noch was. Schauen wir uns doch mal hier um. Ein Superbonbon und ein Nickerchen. Oder nein, Traumling heißt er. Tja, wieso haben sie ohne ihren Häuptling Angst? Aber kann mir auch egal sein. Hauptsache, sie sind leichter zu besiegen. Level up. Moment mal, ich muss da kurz was schauen. Hier ist die Pumpe. Oh! Oh. Ach, Mist. Wie soll man denn darauf kommen? Ach, ist jetzt auch egal. Okay, wir machen im nächsten Part weiter, denn ich will jetzt nicht zu lange und nicht übertreiben, genau. Ich würde sagen, wir machen hier im nächsten Part weiter und tja, na dann, tschüss!